Zwischen den Reisen in die Bergdörfer ist die IWD am wieder in ihre Herberge zurückgekommen, wo sie für Maultiertreiber betrieben hat. Der Herr Zhang, der Koch, hat ihrer Abwesenheit am zum Rechten geschaut. Wo sie gerade wieder einmal daheim war, sieht sie einen Diener vom Mandarin in den Hof stürmen. Wir würden sagen, der Diener vom Bürgermeister. In der Hand hat er einen roten Zettel geschwenkt und aufgeregt gerufen. Das ist eine amtliche Vorladung. Im Männergefängnis ist eine Meuterei. Was ist das, eine Meuterei? Die Gefangenen gehen aufeinander los. Sie bringen einander um. Und jetzt? Was hat das mit mir zu tun? Ich bin Fussinspektorin. Sie müssen sofort kommen. Das ist ein amtlicher Befehl. Wenn Sie einen roten Zettel bekommen, so müssen Sie folgen. Ich bin meiner Lebtag noch nie in einem Gefängnis gewesen. Und zuerst möchte ich jetzt einmal erfahren, was ich dort sehe. Es ist ein Befehl. Und wenn Sie nicht sofort kommen, dann werden Sie das schwer bereuen. Aber was ich in einer Gefängnismeuterei soll? Das ist mir schleierhaft. Also gut.